Denn gerade wenn ich nicht eingeaimt bin, bin ich ultra gut. Okay, Nurse! Willkommen zur neuen Dummdödel-Challenge. Ihr wisst es vielleicht noch nicht, beziehungsweise einige wissen es noch nicht. Ich mache öfter mal Dummdödel-Challenges. Es geht darum, wenn ich dieses Spiel verkacke, muss ich Strafe XY machen. Letztes Mal war die Strafe im Livestream, die Mausgeschwindigkeit auf ultra schnell zu stellen. Und ratet mal, was die nächste Strafe sein wird. Im kommenden Livestream die Mausgeschwindigkeit auf ultra slow zu stellen. Scheiße. Ja, klar, mir halt den Kill, du Ficker. Ich muss mich jetzt halt natürlich hart anstrengen, denn ich möchte nicht schon wieder im Stream so pimmelig sein und möchte den nächsten Stream ganz normal abschließen. Fuck, Leute, Mann, ich hab noch niemanden gekillt. Geh mal zur Seite jetzt. Natürlich, wie immer, uneingespielt, Männer, ist klar. Ich spiele mich dann während dem Spiel ein, ne? So machen es die Harten. Denn nur die Harten kommen in den Garten und spielen da Karten mit den anderen Harten. Oh, fuck, Mann. Okay, aber es ist alles noch im Lot. Es ist alles noch total im Lot. Es ist noch totally in the lead. Ja, da unten, ne, kommt einfach Papa Joe angeflogen und pimmelt mich. So, du Sack, wo bist du? Aha. Ja, easy, Mann. Easy. Oh. Ich möchte natürlich ungern schon wieder die Maus umstellen. Das habe ich ja erst vorletzten Stream machen müssen und das war schon sehr nervig. Deswegen muss ich hier mit harten Bandagen kämpfen. Aber wenn mir Smashline einfach den Kill klaut, dann ja, können die Bandagen so hart sein, wie sie wollen. Dann geht das nicht so. Ja, dann bin ich rot. Komm mal, du Pisser. Ja, Bot Nate fickt ihn weg. Ich hab schon verstanden, alles in... Ist natürlich schwierig, ne, wenn man so freudig kommentiert, wie ich es eben mache. Da braucht man natürlich schon den Global Skill. Den habe ich halt im kleinen Finger drin. Ich schieße aber mit dem Zeigefinger, also ist er jetzt nicht immer am Start. Aber jetzt habe ich gerade mit dem kleinen Finger geschossen. Easy, Mann. Noch einer, what? Oh. Alles klar, alles klar. So, das geht auf die Fresse, mein Sohn. Was? Schon den Kill geklaut bekommen? Jetzt chillt doch einfach mal, hört doch mal auf, mir die Kills zu klauen. Ja, lauf hin und her wie ein Mongo. Mhm. Wo seid ihr denn? Huhu. Oh, fuck. Aber ich denke, das habe ich easy in der Tasche hier. Denn gerade wenn ich nicht eingeaimt bin, bin ich ultra gut. Es funktioniert wirklich super heute. Das läuft bei mir. Verkackter AWPler, Mann. Ja! Es ist sehr kacke, wenn man die Kills so hart geklaut bekommt, wie es mir gerade hier geschieht. Und dann kommt man bei so einer Situation, wo ich jetzt natürlich jemanden hätte gebrauchen können, aber da sind die Mates nicht da, weil da müssen sie jemand anderem den Kill klauen. Und das ist ihr verständlich, da kann man nicht durchgehen. Immer nur mir den Kill klauen, ne? Klar. Ich liebe ja die Schrotflinte, viele wissen es nicht, aber ich liebe die Schrotflinte. Ah, war es jetzt schon 12? Dieser haarige Hund. Okay, ich muss anziehen, sonst kriege ich es ja nicht mehr gebacken, wenn er schon einen Revolver hat. Fuck, man, das wird echt eng. Ich muss die scheiß Schrotflinte loswerden. An den hänge ich nämlich immer Jahrhunderte. Ja, alles klar. Monsieur Glückspilz ist am Start. Monsieur Pechpilz ist am Start. So, du Pisser, geh zur Seite. Ich hab die scheiß Was? Ich raste aus, Alter, du... Alter, jetzt mal verfickt nochmal zur Seite. Ich muss mich jetzt anstrengen. Habt ihr gewusst, dass ich mit der AWP nichts mehr kann? Okay. Oh! Ah. Diese wunderbare Negev ist ein Spaß für die ganze Familie, Mann! So, zur Seite jetzt. Kurz nach. Oh, hallo! Oh, super, er hat ein Knife! Okay, es ist gerade scheiße knapp. Die kriegen das anscheinend nicht gebacken, die Mates, die Gegner. Jemanden zu knifen, finde ich gerade mal schön. So, ich hab Knife. Wie oft soll ich noch erknifen? Was laberst du? Oh mein Gott! Oh Gott, war das knapp, habe ich mich jetzt doch hochgearbeitet. Ich habe ihn wie oft geneigt mit rechts gegen den Rücken? Dreimal oder sowas, aber ihm juckt's nicht, verstehe ich. Bot Harold, wir hatten sogar zwei Bots. Und die wurden zum Glück nicht geneigt, Alter. Was ein lucky Spiel. Oh. Nun ja, Leute, ich bin der Strafe noch einmal entkommen. Ich bin wirklich froh. Auf jeden Fall Daumen nach oben geben für diese krasse Aufholjagd. Na Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ne?
Contest!